Moin, meine Damen, und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ich kann es auch nicht ganz sagen, wo wir uns gerade befinden, aber irgendwo unter, naja, unter, ja, unter dem Zentralplatz. Und wir haben ja letztes Mal Stahinox besiegt. Und ich denke mal, hier kommen wir tatsächlich weiter. Irgendwohin, wo, boah, keine Ahnung, was hier ist, was hier sein kann. Aber ich glaube, wir kommen hier irgendwo hin. Was? Okay, wir kommen hier anscheinend doch nicht lang, aber kommen hier wirklich nicht lang, oder geht es einfach nicht damit? Ich hoffe, ich komme hier durch. Ja, doch, gepasst. Ich habe Angst, dass ich hier nicht stehen kann, aber doch, doch, doch. Ich weiß nicht so ganz, wie wir hingekommen sind. Hier sind die Gegner auf jeden Fall alle gar nicht mal so unhart. Und ja. Wir schauen uns weiter um. Hier ist wieder so ein ekliger Gegner. Warte, du bist. Oh, ein Icy Dude. Da mache ich gleich mal ein Foto von. Und er macht auch. So. Oh, shit. Ich wusste nicht, dass was dazu führen kann. Dann mach den mal schnell weg. Nein. Oh, shit. Toll. Hä? Warum zeigst du mir das nochmal? Willst du mir das nochmal zeigen? Oh. Ach, jetzt geht's. Jetzt sind okay. Alles klar. Die sind nur kurz kalt. Interessant, mit Eis kann man hier, kann man solche Plattformen erstellen, oder wie? Können wir das auch? Hier vielleicht mit dem Zeug, was wir hier bekommen? Eisraubschleimstein zum Beispiel? Oder so? Eine Eisfrucht? Ist ja bestimmt ganz praktisch. So. Eisraubschleimstein. Ein Stein aus einem Eisraubschleim. Was ist ein Satz? Er bewahrt seine Kälte auch außerhalb von dessen Körper, was ihn bei Zugabe von Kleingetier zu einer guten Medizin. Bla bla bla, haben wir diese scheiß Medizin. Eine Eisfrucht. Wenn sie beschädigt ist, erzeugt diese Frucht Kälte. Als Kochzutat stärkt sie Muskelfasern und erhöht die Angriffskraft in kalten Umgebungen. Okay. Interessant. Ein Hylia-Helm. Ein Helm für Frontsoldaten. Aus äußerst robustem Metall. Alle Exemplare, die man jetzt noch findet, stammen aus der Zeit der großen Verheerung. Ist klar, also wir finden hier ein wenig bessere Rüstung durch und durch. Und hier ein Reiseschild mit mehr Haltbarkeit. Das kann wirklich weg, tatsächlich. Ich habe echt bessere Schilde. Okay. Ein paar Holzpfeile. Ja, wir bräuchten wieder mehr Donnerblumen. Das wäre schön. Ein paar Donnerblumen. Das würde mich freuen. So. Naja, dann können wir weiter gucken, ist hier noch was oder können wir zurück? Weil das wäre ganz schön. Oha. Gut, dass ich mich umgeschaut habe. Komm ich da hin? Kann ich euch aneinander? Kann ich tatsächlich. Das ist ja super lustig. Ja. Keine Ahnung. Ich, kann es sein? Oh nein. Oh nein. Ja, wir können hier gleich raus. Alles gut. Ich glaube, es ist Blutmond. Sich nicht gelohnt. Bevor das Vieh wiederkommt. Oh Gott, ist das komisch. Wenn hier, wenn man das nicht weiß. Was das ist. Man sieht den Mond nicht mal. Ah, oh nein. Jetzt wird der mich wieder bekommen hier. Aber brauche ich nicht. Zuvor gezwungen. Das ist aber sehr lieb vom Spiel. Weil ich glaube, man kriegt das dafür, dass man die alle bezwingt.
Und dass das, dass man weiß, welche man schon bezogen hat und welche nicht. Das ist ganz gut. In Breath of the Wild war das, glaube ich, so. Nee, ach, von hier komme ich wieder. Von hier komme ich. Alles gut. Ich muss hier nicht nochmal lang. Ja, ich weiß jetzt nicht, der gleich nach mir wirft. Okay, he's trying, aber... Er schafft's nicht. Okay. Ich werde ihn jetzt nicht nochmal besiegen. Hab ich schon gemacht. Hab ich schon gemacht. Da gibt's bestimmt noch genug von. An anderen Stellen. Ich glaube, da gibt's solche Medaillen für, wenn man die alle besiegt. Die ganzen Bosse. Aber, alles gut. Hab ich schon mal gesagt, alles gut? Weiß ich nicht, alles gut übrigens. Huch! Stopp. Stopp. Klappt das? Ja. Holy! Oh, ich hab die andere, aus Versehen, ich hab die andere gebrutzelt, kann es sein. Okay, Elektro-Flederbeißauge. Das elektrisch knisternde Auge eines Elektro-Flederbeißers. Nicht nur für Medizin geeignet, sondern auch zur Herstellung eines von selbst das Ziel suchenden Pfeils. Ja. Übrigens das Gefühl... Ich weiß nicht, ob das hier der richtige Weg ist. In Anführungsstrichen der richtige Weg. Also da, wo wir lang gehen sollen. Müssen wir mal gucken, echt, ob... ob ich auf dem Rückweg irgendwie nochmal ein paar Sachen hier holen muss. Die Chance ist, besteht, ich sag mal so. Die Chance ist auf jeden Fall da. Gott, ey. Es geht immer weiter hier. Ah, oder? Ist hier Schluss? Nope. Ich dachte schon. Ich hatte schon Angst, dass wir es geschafft haben. Aber nein, es geht immer weiter. Immer weiter. Ich sag's mal, wenn wir hier irgendwo rauskommen, dann bin ich flashed. Ich frag mich echt, wo. Ich weiß auch nicht genau, wo wir sein könnten. Keine Ahnung. Obwohl, das hört sich ja gar nicht so schön an. Auch Steine. Und ich muss mich mal heilen. Okay, ich habe den Hinox jetzt tatsächlich nochmal besiegt. Der hatte nämlich tatsächlich die einzigen Waffen, die ich jetzt überhaupt noch hier mir holen konnte. Und davon aber gleich drei. Also ich habe jetzt drei beschissene Waffen mit Steinen dran. Und ich bin echt extrem gespannt, was hier jetzt noch kommt. Weil das hört sich gar nicht mal so unschön, gar nicht mal so schön an. Dieses Röcheln oder was auch immer ich da gerade höre. Bisschen Angst. Was wartet hier auf mich? Okay. Ah! Diese blöden Felsen! Haut ab! Oh, okay. Du machst diese Geräusche? For real? Na dann. Das hört sich aber ziemlich viel krasser an. So, ich hab keinen Bock, gleich nochmal den Hinox zu besiegen. Also. Dann machen wir das mal hier. Aha. Ey! Da habe ich wirklich mehr erwartet. So, das macht, ich glaube, es killt einen, ne? Ja. Ah, okay. Hm. Naja. Manchmal wird man einfach enttäuscht. Was soll ich sagen? Das ist... Der hat sich jeder angehört. Ich dachte mir, oh shit, was kommt da jetzt für ein Gegner? Und dann... So ein blöder... Das war es überhaupt. Keine Ahnung. War nicht so wichtig. Okay. Tja, so schnell kann es gehen. So. Sind alle weg. Na dann. Brainy hatte geschrieben, unter einem Part, dass er das krass findet, was man alles machen kann. Fast wie Minecraft und, ich stimme zu. Ist fast wie Minecraft hier.
Da geht's noch lang. Really? Oh. Okay. Kann ich die einfach... Wir sind jetzt in The Legend of Zelda angekommen, ne? Eine Fee! Die habe ich auch nie gefunden im Original. Also in Breath of the Wild, sorry. Und was ist das? Eine Fitkröte. Eine seltene Kröte, die dunkle, feuchte Orte bevorzugt. Kocht man sie mit Monsterzutaten, erhält man Medizin, die die Ausdauer bis über natürliche Grenzen hinaus steigert. Okay. Na, Fee wäre auch nett. Weiß nicht, ich würde die einfach... Und wenn du endlich den Herzen verlierst, heilen dich Feen von selbst. Anders als Glühwürmchen leuchten Feen auch am Tag. Okay. Und die da? Kommen wir an die auch ran? Oder ist die zu hoch? Hallo, Feechen. Komm runter. Ich meine ernst. Ja, ist geil. Ja, meine Fee! Crazy. Oder beziehungsweise wir wissen, wo es Feen gibt, Fragezeichen? Keine Ahnung, ob die wiederkommen. Bestimmt. Irgendwann bestimmt. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass ich die mal gefunden habe hier. Weil ich die, glaube, Breath of the Wild, keine Chance, richtig gefunden. Keine Ahnung. Vielleicht auch einmal nicht gut geguckt, aber trotzdem. Bit embarrassing, ha? Huh? Na gut, ich dachte, vielleicht kommt da noch was raus, aber sieht nicht so aus. Also, weiter geht's. Nein, aber nicht so. Jetzt wäre hier noch viel mehr. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich auf einen geheimen Boss stoßen, wenn es sich schon Feen gibt, ey. Oder? Also, das ist ja nicht... Das ist ja nichts Normales. Das ist ja wirklich nichts Normales hier. Das ist schon fortgeschrittene Dunkelheit. Ah, warte. Krieg den Stein da weg. Der nervt mich. Die haben hier noch ein paar Schwerter. Zum Fusen. Komm. Nein. So. Dem Auswählen das eine Schwert mit dem anderen gefused. Ein bisschen dumm. Ah, komm. Wir spielen hier wirklich Minecraft gerade, wa? Es geht auch so weit. Also ich meine, das Feature Overstasis Welcome right now. Einfach chillen, ein bisschen. So. Und da kann ja doch was rauskommen. Na gut, dann mache ich die mal kurz jetzt platt noch. So gut es geht. Gucken wir, ob hier noch was drin ist. So. Ah, eine Schwiener. Naja, wenigstens ein Opal. Und das hier? Was ist das jetzt schon wieder? Also ich meine, hier kommen wir wenigstens auch ohne Steine weiter. In just in case we don't have any. Zack, können wir auch einfach so machen. Und finden 10 neue... Ich weiß nicht. 10 neue Möglichkeiten. Schon wieder 2 Wege. Ey, warum? Bin ich dumm? Ich habe hier gar keine Steine. Warum habe ich jetzt... Egal. Who cares? Actually. Also, sind diese rückgängig. Nein, nein, nein. So. Und dann gehen wir mal hier hin. Was ist hier? Außer ihr. Und weitere Fähigkeiten. Gab es das in Breath of the Wild auch? Nee, oder? Das ist jetzt hier schon wieder... Ach, du schon wieder. Na, was machst du? Obschleim. Hab ich auch noch kein Foto von gemacht. Wow! Böse. Aus. Macht das, das macht man nicht. Ja, sonst passiert nämlich das. Ja, aber es ist nur der ganz normale. Sehr interessant. Einfach ein
Also es wird leichter quasi. Sollte man von der Seite hier kommen. Das finde ich gerade so interessant. Das ist der Grund, warum ich mich gerade frage. Was ist hier los? Wo endet das hier? Ohne Scheiß. Ah, den kriegen wir auch noch. Perfekt. Ja, und schon haben wir noch ein bisschen mehr. Schon haben wir ein bisschen mehr. Naja. Stuff. So gut. Ja, und langsam brauchen wir auch wieder Steine. Was so ein Arsch, zwei Hände. Wow, hier ist so viel Zeug. Das ist unfassbar. Hier war auch anscheinend jemand das Büro. Interessanter Ort, hätte ich jetzt nicht genommen, aber... Go off, I guess. Komm bin. Ah, noch eine gute Uhr. Okay. Ein Soldaten, zwei Hände. Na, besser. Obwohl, sind es beides. Dann tauschen wir halt so. Ja, unsere Zweihänder-Sammlung hier. Ich glaube, die sollten wir jetzt mittlerweile aber auch alle haben. Also, ich denke mal schon. Gehe jetzt einfach mal von aus. Ganz frech. Ganz frech gehe ich davon aus. Okay. Gucken wir hier nach Stein oder... Nee, wir gucken hier nach Stein. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich tun soll. Wenn ich wirklich keine mehr übrig habe. Keine Steine. Oder keine Bomben. Ich hoffe einfach, das passiert nicht. Und hier sind genug Bomben. Um mir die Angst davor zu nehmen, dass es passiert. So. Okay. Noch ein Zweiner brauche ich nicht. Also. Genau, Felsbrocken. Der ist wieder. Huch! Jetzt guckt der so nach oben. Na? Mach nichts Falsches. Das war falsch. Das war leider falsch. Schade. Naja. Die gehen wenigstens mal Schatz tun, ist ganz lustig. Davon haben wir aber tatsächlich genug. Wie interessant es auch ist, also ist schon krass, oder? Einfach ein 55er Schild, ich finde es immer noch crazy. Und ich weiß nicht genau warum, aber naja. Ey, wenn wir gleich Kuckuck machen im Dorf, dann weiß ich auch nicht. Oh, warte, hier sind noch Steine. Ja, guck sie dir nochmal an. So. Und der andere bringt nichts hier, das ist so ein kleiner Keil, das ist useless. Wir wollen hier keine Bäume fällen, wir wollen hier Felsen wegfelsen mit anderen Felsen. So. Ich habe aber irgendwie das Gefühl... Hier ist nichts. Kann das? Außer die hier, aber ist okay. Nee, hier scheint nichts zu sein, mal zur Abwechslung. That's completely okay. Wir haben ja noch den oberen Weg. Achso, auch an sich, wenn das hier ein Dead End wäre, wäre ich auch absolut fein, weil wir haben noch zwei, drei andere Wege auf dem Weg gelassen. Also ist nicht so, dass wir, wenn es hier Dead End wäre, dann wären wir nicht am Ende unserer Tage hier. Just won't fucking stop. Oh. It's a secret to everyone. Naja, es hat was. Das ist mal eine richtige Höhle von mir. Also, hä? Wir machen hier mal richtig wenigstens was. So ein kleine Pillepalle-Ding. Alter, wir machen hier Höhlentour. Crazy. Höhlentour in Breath of the Wild DLC.
Alter, die Chance hier irgendwas zu übersehen, wenn man nicht alles von diesem blöden Stein hier wegmacht, ist wirklich gegeben. Ich habe jetzt schon wieder einen und dann noch einen zweiten Weg hier freigemacht. Ist doch nicht deren Ernst. Ich bin nicht wieder out of zwei Hände. Muss ich wieder zurückrennen. Ist immer die Frage, was fehlt mehr? Steine fehlen mir gerade nicht. Und jetzt wieder Schwerter. Jetzt sind es wieder die Schwerter. Die Musik. Als wären wir wirklich gleich in diesem Spähposten. Mit jeder Sekunde frage ich mich mehr, was hier los ist. How the fuck is even happening? Und... Oha. Zack. Perfekt. Die Musik einfach. So, wir sind doch wirklich in diesem Spähposten drin. Oh mein Gott. Was? Was ist das? Was? Na dann. Hier weiter, I guess. Da ist nichts. Was ist? Jetzt geht's richtig los. Oh, man hat mich also nicht vergessen. Du sprichst ja. Ist ja möglich. Kannst du mich hören? Ja. Jetzt bin ich aber schon überrascht. Wofür betest du? Ein langes Leben? Wohlstand? Du bist bei mir richtig. Ich bin eigentlich eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Ich gewährte Leben gegen Geld. Keine große Sache. Ist doch nichts dabei. Doch die Göttin Hylia sah das anders. Und so strafte sie mich mit dieser erbarmungswürdigen Gestalt, einem Schatten meines höheren Selbst. Aber ich habe weiter mein Bestes gegeben. Das war der feinen Göttin auch wieder nicht recht. Also hat sie mich an den Rand eines Dorfes verbannt. Dort wurde ich von Vögeln gepiesackt. Eine Zeit lang hing ich sogar kopfüber an einer Höhlendecke. Dann war ich auf dem Grund eines Teichs, wo nur Fische vorbeigekommen sind. Und jetzt bin ich hier, in dieser Ödnis. Man könnte direkt ins Grübeln kommen, was man falsch gemacht hat. Man nicht versuchen sollte, sich zu bessern. Aber nicht ich, kein Stück. Ich habe lediglich gewartet. Auf jemanden wie dich, der mich versteht. Es ist schon eine Weile her, dass ich mit jemandem gesprochen habe, der kein Fisch war. So, sollen wir uns dann mal ans Tauschen machen? Bleib ganz ruhig stehen und beweg dich nicht. Hehe, ich habe eben nichts verlernt. Den Container habe ich ohne Probleme aus dir heraus operiert. What? The fuck just happened? Okay, sie schlägt dir einen Handel vor, aber kann man ihr wirklich trauen? Du, gib ihn zurück. Hehe, fühlst du dich ausgetrickst? Ich bitte dich, sieh dir mal das große Ganze an. Ich bin an einer langfristigen Geschäftsbeziehung interessiert. Da werde ich dich doch nicht übers Ohr hauen. Also, was darf's sein? Was? Okay, aber ist das jetzt einfach so eine, die einem das umtauschen kann? Oder wie? Also, weil dann will ich schon das Herz gerne. Ich freue mich schon auf das fünfte Herz, habe ich gesagt. Okay. Du wirkst misstrauisch, aber sehr gänzlich unbesorgt. Die Macht des Geldes versetzt mich in die Lage, deine Container zu tauschen. Das funktioniert so. Zuerst verkaufst du mir für 100 Rubine einen deiner Container. Willst du einen Container zurück, kostet dich das 120 Rubine. Dafür kannst du dir aber aussuchen, ob du von mir einen Herzcontainer oder einen Austauschcontainer haben willst.
Bete einfach hier zu mir, wenn du Container tauschen möchtest. Okay. Well. Das ist schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, der war vorher einfach, der war nicht so versteckt, oder? Naja, jetzt wissen wir, wo er ist. Mitten im fucking Nichts. Was ist hier? Einfach nichts, einfach ein Kerker oder was? Ja, scheint so, ne? Okay. Wow. Also, warum er hier eingesperrt war. Er ist auf jeden Fall ein böser Bub. Aber, warte mal. Königlicher Geheimgang. Jetzt ist er hier auf der Karte. Aber wohin? Was? Hier ist ja nix. Ich komme hier nicht rein, ich komme hier nicht raus. Naja, ist okay. I guess. Ich gehe jetzt mal zurück und schaue mir mal die anderen Wege an, die ich jetzt bis jetzt noch nicht hatte. So verwirrt. Ich weiß nicht, wie man hier reinkommen soll. Und warum da jetzt anscheinend ein Ausgang hier sein soll. Was, oder ein Ein- und Ausgang. Was ist hier dran? Ein- oder Ausgang? Nix. So, ich glaube, hier sind wir noch nicht lang gegangen. Deswegen muss ich das natürlich nachholen. Hier sitzt auch das Ding. Oh. Mein Bogen. So. Natürlich. Oh. Huch. Die können einem ja wirklich wehtun. Das ist lustig. Ja, also, wir wollen natürlich das hier noch einmal erkunden. Gucken, wo es dann lang geht. Hier wird es ja bestimmt irgendwo lang gehen. Würde mich wundern, wenn nicht. Aber ich weiß nicht so ganz, kann man das vielleicht einfach wegbrennen? Das wäre so meine Hoffnung. So und dann so. Mhm. Looking good. Also könnte man da natürlich entspannt hochgehen einfach. Das war, ui, okay. Das sah sehr giftig gerade aus. Ja, das sieht auch gut aus. Von da kommen, ne? Ja. Wie ist das da unten jetzt nicht angegangen? Naja, gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn an einer Stelle was noch ist. Sieht auch nicht so aus, als wäre hier noch groß was. Also ich hoffe einfach mal, dass wir diese Höhle jetzt fertig bekommen. Heute. Das sollte doch passen. Ja. Jetzt sollte sie aber auch komplett sein. Genau. Na gut, dann schaue ich mal, was hier sonst noch so ist. Ah, okay. Das war's sogar. Das war die Höhle. Okay, also es war der einzige Punkt, wo wir nicht noch weiter konnten, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr irgendwelche schlechten Waffen mit ihm rumtragen. Das ist doch ganz nett. Okay, alles klar. Dann muss ich mal schauen, wo wir hier noch im Schloss weiter können. Denn da gab es ja doch eins, zwei verschiedene, ja, Wege noch, die wir einschlagen konnten. Wir sind ja einfach nur random einmal irgendwo hingegangen und zack, waren wir hier unten. Und kamen dann nicht mehr raus. Ah, jetzt sind auch die Gegner wieder da. Ach nein, scheiße. Naja, bis gleich. Ich finde, das sieht aber ein bisschen aus wie Mobben, wenn man die killt. Aber soll man machen, I guess. Ist hier noch was Spezielles drin? Oh, eine Lanze, aber die brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Naja, egal, ich nehme die mal mit erstmal. Ja, also, bin wieder draußen. So gut wie... ja, wie nur geht, I guess. Wir wissen ja gleich, wo wir sind. Das ist dieser Eingang ja gewesen, durch den wir gegangen sind. Müsste hier gewesen sein. Und ja, von da aus
Huch! Nein, hier ist zu. Wie soll ich denn jetzt rauskommen? Ja, ja, das geht jetzt hier wieder nicht. Bullshit. Oder kann ich... Gott, ich bin auch so blöd, ne? Ich hätte mich da doch auch einfach... Okay, jetzt muss ich nochmal kurz nachgucken. Da war ja noch dieser andere Ausgang, ihr wisst welchen ich meine. Haben wir im letzten Part uns angeguckt. Komm, ich gehe da jetzt nochmal hin, weil... Ja, na klar, kommt man da raus. Ich muss mich doch einfach nur daneben hochporten, ey. Ich bin so ein Held. So, hier meine ich. Was spricht jetzt gegen einfach so zu machen? Oh. Nee, doch. Und wer ist er? Hallo? Wo ist da jemand? So sieht's also in Schloss Hyrule aus. Das ist ja ein richtiges Labyrinth, hm? Ja. Oh. Ah, der Ritter Link, wenn ich mich nicht irre. Entschuldigt, ich hatte euch gar nicht bemerkt. Ich heiße Nobiro. Hier im Schloss gibt es noch haufenweise Schätze und wertvolle Waffen. Deshalb soll ich aufpassen, dass keine Plünderer reinkommen. Aber naja, ich habe mich hier ein bisschen verirrt. Ah, aber ich wollte euch nicht aufhalten. Als Vertrauter des Königshauses dürft ihr natürlich frei ein- und ausgehen. Mhm. Ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt... Oh. Warte. Ist das jetzt ein... Nee, den kenne ich schon. Hey. Chill mal dein Leben, Alter. Ich hab das Gefühl, hier ist noch einer. Deswegen muss ich gerade ein bisschen aufpassen. Dass ich nicht aus Versehen den zweiten vom zweiten getroffen werde. Oder? Hier ist noch ein zweiter. Aber wo? Da! Oh mein Gott, war das knapp. So. Ja, ich bin immer sehr froh, dass sie mir so ein bisschen auch für die für weitere Sachen für Waffen geben. Weil... Naja, sonst wird es eng. Noch diese beiden Äste zum Beispiel. Okay, bin ich wo? Nein, ich bin nicht. Ich bin nicht in dem schwebenden Teil, okay. Ja, das hätte mich halt jetzt interessiert. Das wäre krass. Oh nein. So weit kommt's noch. Okay. Naja. I guess. Wir könnten... Ja, keinen Plan, wo wir jetzt schon wieder sind, aber... Weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Ist das der Eingang? Ja, ne? Ich glaube, hier kamen wir rein. Okay, kommt man von rechts in den Raum und von links in diesen anderen, von dem man dann weiterkommt in das nächste Unheil und so weiter und so fort. Also, es ist gar nicht so schwierig. Genau, wir sind hier lang gegangen. Und dann kommt man da rechts in diesen... Ja, okay. Und da haben wir uns alles angeguckt, bin ich mir relativ sicher. Dann können wir jetzt ja hier lang gehen. Uns hier einmal genauer umgucken. Aber wie mir scheint... Naja, ist ja auch Schluss. Ist jetzt natürlich einmal die Frage. Ich speichere dafür einmal kurz. Dann jumpen wir hier mal einmal kurz rein. Und dann gucken wir mal, was passiert. So. Mal gucken. Entdeckt. Abgrund bei Schloss Hyrule. Es lädt. Okay. Ist das ein Schrein? Ist das nicht vom Schrein? Eigentlich doch schon, oder? Das wäre interessant. Das leuchtet! Sehr geil. Wo haben wir es nochmal her? Was ist denn das? Mit dem Gigamax? Nee, oder? Dass du da nicht hochkommst. Doch, ja doch. Hier ist also ein Schrein, worum man das genau ist.
Stamm Badriss. Und 10.000 Öllichter. Okay, I guess. We take those. Okay. Jetzt. Naja, ich weiß. Aber wo bin ich denn jetzt? Aha. Da bin ich runter. Das Vieh. Da ist der andere Bereich. Okay, also hier können wir uns auch noch ganz intensivst umgucken. Hier geht's ja noch ellenweit tief. Wow. Miasma-Ader. Okay. Eine Ader? Im Sinne von Erze? Oder von dem... Nee, lol. Ach, stimmt. Warte, Miasma ist das Zeug. Alles gut, sorry. Ich hab grad kurz... Braucht kurz ein bisschen zum Schalten, aber... Es geht um das Miasma. Und ich habe das Gefühl... neue Gegner. Nice. Schickes Bild. Ich denke, hier geht's noch. Oha. Hier geht's richtig tief runter. Yes, at this point I'm just... memen. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie groß... Aber hier ist auch gar nichts. Okay. Kann ich noch ein Foto machen von euch? Ne, euch kenne ich schon. Ja, okay. Alles gut. Ich weiß nicht. Ja, das war... irgendwie Schloss Hyrule, so ein bisschen. Das ist klar. Ich danke fürs Zusehen und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und ja. Ciao, mit Ö.